Hallo alle miteinander, herzlich willkommen zum 15. Teil meiner Zwergenserie. Ja, wir sind in Wackenstein, genau. Ich habe das jetzt schon mal gemacht, das ist also quasi jetzt schon der zweite Versuch. Im ersten Versuch, ihr werdet das gleich sehen, habe ich versucht, diese Goblins da platt zu machen, und zwar mit allen, so wie wir das kennen. Aber, Moment, ich muss noch mal kurz gucken hier. Wollen wir da noch was ändern oder gehe ich da jetzt gerade wieder so rein? Könnte ich ja eigentlich. Ist eigentlich egal, denn ich habe meine Taktik. Ist eigentlich alles vollkommen wurscht. Rodario muss aber dabei. Nee, der muss ja mit. Der ist ja Bestandteil meines Tricks, meines Plans, weißt du? So, und wen er noch? Ach komm, egal, Bafragor. Dann kriegen die nochmal 2-3 Erfahrungspunkte. Das ist ja auch nicht verkehrt. Oder soll man... Der spielt doch gar nicht mit, der geht doch gar nicht mit. Der da. So. Nur, dass die vielleicht eventuell ein bisschen durchhalten. Aber müssen sie eigentlich auch nicht. Also, es ist also so, dass die Leute umfallen können. Natürlich nicht alle. Es dürfen natürlich nur höchstens 3 umfallen. Aber genau so werden wir das jetzt auch versuchen zu lösen. Mhm. Wenn wir jetzt loslegen, oder jetzt schon, guckt. Die kommen aus allen Ecken, und zwar aus diesen Höhlen gekrochen. Und wenn ihr das am Anfang gelesen habt, dann habt ihr auch gelesen, dass wir die Höhlen einfach nur sprengen sollen. Genau. So, jetzt gib mir mal, Rodario hat schon den Ork-Oger-Kostüm, egal. Gut, und mit diesem, mit dem Rodario gehen wir jetzt hier hin und holen diese Kugeln hier, diesen Granaten. Granaten, werft genau. Sie in die Löcher, das sollte die kleinen Scheusale aufhalten. Ihr versucht euch hier mal ein bisschen zu wehren, aber hier Gott, letztendlich ist das vollkommen wurscht. Lasse umfallen. Die können sich mal einen Moment hinlegen. Geht schon. Mhm. Ja. Jo. So. Wir hauen mal rein, komm. Wir sollen ja auch noch ein bisschen XP mitnehmen. Ja, klar. Oh, hier, das ist manchmal so unübersichtlich. Also ich hoffe, dass das funktioniert. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob der das werfen kann, ohne entdeckt zu werden. Aber normalerweise müsste das ohne weiteres gehen. So, die hat er jetzt. Davon hat er jetzt 10 Stück. Ich genau. Und jetzt läuft der mal zum allerersten Mal hier hin. Moment. Und weiter. Zack, zack. Hoppla. Soll ich vielleicht... Ich hab gar nicht komm, steh auf. Zugeschlagen. Ah, erledigt. Ich verstehe. Dorthin? Abscheuliche Kreatur. Die Schlange verdammt hat zu viel. Abscheuliche Kreatur. Nummer 2. Erledigt. Ah, ich verstehe. Und weiter! Dorthin? Nichts! Abscheuliche Kreatur! Ah, ich verstehe! Und weiter! Ich hoffe, dass die da hinten... Oh, erledigt. Da fällt gerade eine. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Tumbi ist gleich hinüber. Jawohl! Naja, wie gesagt, alles halb so wild. Dorthin? Andere! Gerne. Komm, auf. Ausgezeichnete Wahl. Auf. Dorthin? Die kann der nachher alle selber alleine platt machen. Ausgezeichnete Wahl. Dorthin? Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Na, eieiei. Das ist manchmal so blöd. Komm, auf. Zack. Nein, einer weniger. Ah, ich verstehe. Und jetzt, wer fehlt noch? Wo fehlt's noch? Ah, ich verstehe. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Ah, ich verstehe. Nee, hier oben haben wir doch. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Hier oben waren wir doch schon. Achso, da hinten ist nur eine. Okay. Dorthin? Okay. Ah, ich verstehe. So einfach. So. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Dann ist der auch weg. Und jetzt kommen auch keine mehr durch. Gerne. Und der Rest? Ausgezeichnet. Alle 3 liegen. Ah, ich verstehe. Und jetzt machen wir die noch hier schnell platt mit den Granaten und dann ist es auch gut. Immer nur schön mitten rein in die Brüder. Die tun sich auch immer schön wieder groupen, so ein Stück weit.
Ja, die laufen alle wieder da zurück, sodass man im Grunde genommen... Ah, ich verstehe. Ausgezeichnete Wahl. Ja, das ist natürlich jetzt noch ein bisschen was über. Das müssen wir erst wegmachen jetzt. Ist ein bisschen lästig, aber nicht wirklich problematisch. Am besten ich stelle mich mal bei die Granaten, weil die werde ich jetzt noch einen Moment werfen müssen. Weil so viel Schaden nehmen die dann auch nicht. Nehmen Schaden, aber dann doch nicht so viel. Ne? Geduld, ich bin gleich soweit. So. Da sind wir wieder voll, da können wir nochmal da nochmal einen hin. Ah, ich verstehe. Wird doch. Es wird doch. Obwohl. Da sind noch ganz schön viele am Leben hier. Ja, das werden wir vielleicht ein bisschen beschleunigen hier, die Sache. Das kann ja dauern, Mensch. So. Ah, ich verstehe. Und wieso geht's jetzt nicht hier? Wieso kann ich jetzt hier nichts machen? Wahl. Dorthin? Ich müsste doch jetzt gerne. Hier weiterkommen. Ausgezeichnete Wahl. Ach hier, was ein Fallesteller. Guck mal, der hat keinen Lebensbalken mehr. Ah, ich hab gedacht, er wäre tot. Sehr beeindruckend, muss ich sagen. Lasst mich raus, meine Freunde. Gut, die anderen sind auch wieder am Start. Einigermaßen. Kein Lebenspunkte, klar, logisch, aber erstmal am Start. Das ist ja nicht so schlimm, das kommt ja alles wieder, ne? Wenn der muss man halt mal 5 Minuten am Anfang warten, dann sind die auch wieder direkt, das ist ja kein Thema. So, gut. Gut. Alles klar, der zählt hier die XP runter. Lass uns noch mal ein bisschen umgucken. Hier ist was. Da können wir den Heini hier rauslassen, wer immer das ist. Ich danke euch. Habt ihr Helga gesehen? Helga! Helga! Ach, du Wunder, wer bist ist denn du? Die Helga? Gut. Hier ist was. Ein Holzhaufen. Oder sollte ich besser Scheiterhaufen sagen? Getrocknete Kräuter. Gut, mit denen kann ich nichts machen hier. Die stehen hier einfach nur rum. Das sind halt unsere Leute, ne? Ah, da. Schälchen, was ist denn los mit den Schälchen? Ach, guck mal hier, da kann ich sogar was machen. Da brennt was, da brennt was. Da hat was gebrannt. Irgendwas haben wir nicht richtig gemacht. Irgendwas stimmt hier nicht. Ist was im Argen, weißt du? Gut. Hier ist nichts mehr. Oh, da ist noch was. Da ist noch was. Was haben wir hier? Eine improvisierte Irgendwas stimmt Halterung auch hier nicht. Ich kann hier irgendwie... Was geht denn hier? So, Freunde, jetzt wollen wir es einfach nochmal probieren. Ich hoffe... Nee. Also ich kann die Maus... Ihr habt ja gesehen, ich war eben hier oben gewesen, ne? Und irgendwie plötzlich ging nichts mehr, abgestürzt das Ding. Jetzt habe ich diesen Spielstand noch gefunden, aber ich kann
nicht die Kamera bewegen, aber ich kann sie wenigstens drehen. Das ist auch gut so. Somit kann ich schon mal... Geh mal hier runter. Tungdil ist noch hier oben. Kann ich schon mal mit dem Heini hier sprechen? Hallo? Ich bin Tungdil Goldhand. Das hier sind meine Begleiter. Boindil und Boendal. Rodario, Furgas und Namora. Bavragor und Goingar. Habt ihr Helga gesehen? Wer ist denn Helga? Haben wir nicht. Wenn ich fragen darf, wie ist euer Name? Nennt mich Hensen und lasst das Geäuche. Na gut, dann... Wenn ich fragen darf, wer ist diese Helga? Helga? Wo? Ich weiß es nicht. Ich wollte nur wissen... Helga ist meine Frau. Habe ich das nicht erwähnt? Wir sind zusammen hergekommen. Aber dann kamen die Orks und sie war weg. Oh-oh. Ob sie nach Hause gegangen ist? Wahrscheinlich. Helga! Du hast eine dunkle Ahnung, was mit Helga passiert sein könnte. Aber da du keine Beweise hast, sagst du lieber nichts. Wenn ihr sie seht, dann sagt ihr Bescheid, ja? Aber auf jeden Fall, dann machen wir sofort. Wir werden keine Sekunde ruhen. Ich wollte mich bedanken. Deine Granaten haben uns wirklich sehr geholfen. Granaten? Ah ja, kein Problem. Ich habe sie benutzt, um Geröll zu beseitigen. Aber dabei habe ich wohl auch diese Quellgeister zu mir gelockt. Kann ja keiner ahnen, dass es hier Boglins gibt. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, kamen dann auch noch die Orks und haben meinen Ochsenschädel mitgenommen. Und, Helga? Wo ist Helga? Ja, wo ist denn jetzt Helga? Was bringt dich hierher, Hensen? Ist nicht gerade die beste Gegend. Seid ihr nicht wegen des Festes hier? Das unglaubliche Fest von Wackenstein. Meine Frau und ich wollten es unbedingt erleben. Der blinde Wächter, die Statue dort, ist der Schlüssel. Sie ruft Menschen von nah und fern zum Fest. Im Archiv von Viransiensis habe ich schließlich Hinweise gefunden, wie man den Wächter aktivieren kann. Ah, was? Gut, Weißt du von einem Geheimgang durch die Berge? Geheimgang? Nein, kann ich nicht sagen. Aber... Es heißt, wenn der blinde Wächter erwacht, dann kommen Leute aus allen Himmelsrichtungen zum Fest. Vielleicht kommen sie auch aus dem Gebirge. Wer weiß das, wer weiß das. Gut. Also, was hast du über das Fest herausgefunden, Hensen? Siehst du die Statue? Das ist der blinde Wächter. Du kannst ihn wohl den Schutzpatron von Wackenstein nennen. Es heißt, wenn das Fest beginnt, dann folgen die Feiernden aus allen Himmelsrichtungen seinem Ruf. Laut meinen Nachforschungen benötigen wir drei Dinge, um das Fest zu starten. Einen brennenden Ochsenschädel, die Feuerfresserglocke und Eisenkräuter. Eigentlich hatte ich alles, aber naja, dann kamen die Orks. Okay. Ein Ochsenschädel sollte leicht zu beschaffen sein. Wir müssen nur einen Schlachter finden. Oh, es kann nicht irgendein Ochsenschädel sein. Er benötigt besondere Verzierungen und Gravuren. Es hat mich Wochen gekostet, den Schädel vorzubereiten. Und dann kamen die Orks und haben ihn mitgenommen. Dachten wohl, er wäre etwas wert. Also müssen wir Jagd auf eine Ork-Armee machen. Das wird Boindil gefallen. Was machen wir mit dem Schädel, wenn wir ihn haben? Ganz einfach. Der Ochsenschädel muss entzündet werden. Du bist dir nicht sicher, welche Art von Fest brennende Ochsenschädel benötigt, aber die Aufgabe klingt in der Tat nicht zu schwer. Nö, das tut sie nicht. Gut, Frau Jäferseglocke. Woher bekommen wir die Feuerfresserglocke? Und was ist das überhaupt für ein Name? Viransiensis. Ich habe sie bis zu einem Sammler verfolgt, der außerhalb der Stadt in einem Anwesen an der Südmauer lebt. Der Legende nach war die Glocke an einem schwarzen Turm befestigt. Der Turm fing Feuer. Die Glocke fiel herunter und erstickte den Brandherd. Den Rest kannst du dir wohl denken. Das Läuten der Glocke öffnet den Weg für die lodernden Feuer in unseren Seelen. So steht es jedenfalls geschrieben. Viransiensis also. Worauf warten wir dann noch? Wir besuchen den Sammler und... Ja, am besten geht er ohne mich. Ich habe hier noch einige Dinge vorzubereiten. Wieso will er nicht mit unbedingt? Eisenkräuter? Wachsen die nicht in Urgon? Nee, das war das, was wir da wahrscheinlich aus dem Zelt geholt haben. Keine Sorge, ich habe einen Beutel. Wo? Moment. Sie sind weg. Suchst du den hier? Ah ja. Ah ja, da sind sie ja.
Und ich dachte schon, ich hätte sie verloren. Du hattest sie verloren. Tja, du hattest sie verloren. Um das Fest zu beginnen, brauchen wir den Ochsenschädel, die Feuerfresserglocke und die Eisenkräuter, richtig? Genau. Dann müssen wir den Schädel entzünden, die Glocke erklingen lassen und die Kräuter verbrennen. Und dann passiert es. Es oder was? Du bist dir ziemlich sicher, dass ihr eure Zeit verschwendet. Ein riesiges Fest mitten im Nirgendwo? Du setzt deine Hoffnung darauf, dass in jeder Geschichte ein Funken Wahrheit steckt und sich irgendwie ein Pfad durch die Berge öffnet, wenn ihr das alte Ritual durchführt. Gut, dann können wir ja beenden hier. Bis später, Hansen. Gib mir Bescheid, wenn ihr Helga seht. Gut, jetzt hoffe ich natürlich, dass das vorhin alles drauf war, was ich da gemacht habe. Also ich bin hier, grundgenommen gibt es hier glaube ich nur 5 oder 6 Sachen. 1, 2, 3, 4, 5 und der Ausgang. Also sprich, hier haben die Kräuter gelegen, hier ist der Scheiterhaufen, hier ist dieses diese Schale, da oben dieser Galgen. Und dann hier Hansen, mit dem wir reden können. Und glücklicherweise kann ich jetzt wenigstens drehen, weil ich habe es eben geladen, da konnte ich nicht mal drehen. Und hier haben wir den Ausgang und glücklicherweise können wir den auch nehmen. Und ich hoffe, dass es danach wieder einigermaßen gescheit durchläuft. Ich hoffe das, weißt du? Nicht alles ein bisschen, also ich weiß ja jetzt auch nicht. So, was haben wir jetzt hier? Hier, das ist ja Dings, wo wir hin müssen, darunter. Orkarde. Da könnten wir den Schädel finden. Haben wir sonst noch eine Orkarde? Ne, haben wir nicht. Was ist das hier? Ah, Viransiensis. Genau, und der hier war Seegrund. Genau, Pater Mallen. Ne? Den haben wir doch irgendwie falsche Antwort gegeben. Das war nichts. Das war nichts. Also da habe ich ja versucht, nochmal reinzukommen. Da will er mir ums Verrecken nicht irgendwas sagen. Die Horde macht sich wieder weg. Dann machen wir uns erstmal hoch nach Viransiensis. Ist ja kein Thema. Rein theoretisch. Ist ja nicht weit. Gut. Wir haben auch noch genug Vorräte, von daher sollte das kein Problem sein. Und schon sind wir da. Die Größe der Felder und Gehöfte nimmt zu, je mehr ihr euch Viransiensis, der alten Grenzstadt im Norden, nähert. Die alte Stadtmauer ist für die heutige Siedlung viel zu klein. Überall schmiegen sich kleine Hütten und hier und da selbst prächtige Anwesen von außen an die Mauer. Irgendwo an der Südmauer müsste sich das Haus befinden, auf das Hansen uns hingewiesen hat. Wir brauchen die Glocke, wenn wir den Weg durch die Berge öffnen wollen. Erstmal hier zum Haus des Sammlers können wir mal was essen. Ihr folgt den Straßen zu einem umsäumten Anwesen an der Südmauer. Der gepflasterte Weg zur Eingangstür ist gesäumt von Hortensiensträuchern. Du klopfst sachte an die Tür und nach einem Moment wird sie von einem dicklichen Mann in teuren Kleidern geöffnet. Der Mann wirft nur einen flüchtigen Blick auf dich. Wir wollen nichts kaufen. Er will die Tür wieder schließen, ohne eine Antwort von dir abzuwarten. Nee, erstmal nichts mit der Glocke. Hier, Fuß reinstellen. Du stellst deinen Fuß in den Türspalt. Wartet, ihr habt eine seltene Glocke. Feuerfresser, nicht wahr? Der Mann hält inne. Feuerfresser? Woher? Ehe er seinen Satz beenden kann, drängt sich eine rothaarige Frau an ihm vorbei. Sie trägt ähnlich teure Kleidung und ist stark geschminkt. Nach einem strengen Blick von ihr verschwindet der Mann im Haus. Ihre blaugrünen Augen mustern dich. Woher weißt du davon, Kleiner? Kleine, ich geb dir gleich Kleine. Blauer Tag hat bei dir, weißt du? Kennst du? So, jemand in der Stadt hat mir darüber erzählt. Warum denn nicht? Ich habe es von jemandem in der Stadt gehört. In der Stadt? Die Stadt, deren Tore für jedermann verschlossen sind? Ups. Natürlich, das glaube ich dir sofort. Scher dich zu Tion, Unterirdischer, und komm nicht wieder. Bevor du etwas erwidern kannst, wird dir die Tür vor der Nase zugeschlagen. Du gehst zurück zum Rest der Gruppe. Sieht nicht aus, als wäre es gut gelaufen. Soll ich vielleicht mein Glück versuchen, Tungdil? Ich kann sehr überzeugend sein. Das ist eine sehr gute Idee. Der Mann und Weiber, da geht's vorwärts. Ich würde sagen, wir schicken den Rodario hin. Wir werden vielleicht erst in die Stadt gehen sollen, dann hätten wir auch gemerkt, dass da keiner reinkommt. Also ganz offensichtlich, wenn wir da gleich hin wollen, im Großarchiv zu Viransiensis. Mit eleganten Schritten folgt Rodario dem von Hortensiensträuchern gesäumten Weg zur Eingangstür. Er klopft schwungvoll an und wenig später wird die Tür von der rothaarigen Frau geöffnet. Als sie Rodario sieht, hellen sich ihre Züge auf.
Sie öffnet die Tür ganz und macht einen zaghaften Schritt nach vorn. Was kann ich für Sie tun? Sind Sie ein Sänger, Schauspieler oder Lautenspieler? Der Name ist Rodario, holde Maid, begnadeter Schausteller, Mime und Dramatiker zu euren Diensten. In vollendeter Eleganz zieht sich Rodario den Hut vom Kopf und verbeugt sich. So, es sind keine Hibiskussträucher und es sind auch keine Rosenbüsche, es sind Hortensiensträucher. Ja, natürlich. Mir sind eure wundervollen Hortensiensträucher aufgefallen. Ihr habt einen exquisiten Geschmack. Die blaugrünen Augen der Frau funkeln entzückt und Rodario kann sich ein siegessicheres Lächeln nicht verkneifen. Ihr seid ein Charmeur, Herr Rodario. Sicher schmeichelt ihr doch jeder Dame so, oder etwa nicht? Oh, mitnichten, meine Liebste, ich kann nur nicht umher, wenn mir eine Schönheit wie euresgleichen begegnet. Oh, spielt nicht mit meinen Gefühlen, Herr Rodario. Ihr habt doch sicher nicht einmal auf meine Augenfarbe geachtet. Spielerisch dreht sie ihren Kopf weg, um ihr Gesicht blaugrün zu verbergen. Tja, blaugrün. Oder graublau? Blaugrün waren's, oder? Oder? Ich meine schon blaugrün. Hier. Ich werde eure blaugrünen Augen nie vergessen können, solange ich lebe. Es folgt ein Lächeln, dann ein Blick aus den tatsächlich blaugrünen Augen. Sie haben eine geschickte Zunge und eine Liebe für Details, wie es mir scheint. Wer eure Schönheit nicht bemerkt, müsste mit geschlossenen Augen durchs Leben gehen, was meine Zunge angeht. Oh, Herr Rodario. Wie wäre es mit einer Privatvorstellung eurer Künste? Geübt legt Rodario eine Hand um die Taille der Frau und verschwindet mit ihr ins Innere des Hauses. Ganz zu euren Diensten, meine Liebste. Nach einer Stunde kommt Rodario mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht und der Glocke in einem Beutel aus dem Haus. Eine Glocke, wie bestellt. Außer der werten Narmora hat noch keine Frau meinen süßen Worten widerstanden, geschweige denn meinen Händen, wenn... Schon gut. Du merkst, wie dir das Blut will in die Augen schießt, als du dir vorstellst, was Rodario getan hat. So, gut. Also, jetzt können wir auch gar nicht mehr nach Viransiensis. Okay, die Option haben wir jetzt gar nicht mehr. Cool. Haben wir uns gespart, okay. Das war dann wahrscheinlich auch nur dafür da, dass wir wissen, dass wir da nicht rein können. Also, gut, das haben wir jetzt. Mitten auf... Was denn jetzt? Mitten auf. Bevor du den Satz beenden kannst, erklingt der Schrei einer Frau aus dem nahen Wald. Sorry, tut mir leid, immer wenn ich hier weiterklicke. Ich muss einen Moment warten, wenn der da steht, muss ich einen Moment warten, bis das aufgeht, weil wenn ich dann da draufklicke, dann ist das erste weg. Also ganz offensichtlich hier irgendwelche Straßenräuber jetzt. Eilt der Frau so schnell wie möglich zu Hilfe. Schicke Namora vor. Ignoriere das Ganze und geht einfach weiter. Wir sind noch Zwerge hier. Zwerge wieder! Ohne lange nachzudenken, stürmt ihr los in Richtung der Schreie. Nach einem kurzen Sprint durch den Wald kommt ihr auf eine kleine Lichtung. In dessen Mitte seht ihr eine Frau in einem einfachen Bauernkleid, die von zwei bewaffneten Männern bedroht wird. Selbstbewusst trittst du vor. Hey! Sofort drehen sich die beiden Männer um. Auch die Frau steht auf und zieht selbst eine Waffe. Drei Schwerter sind auf euch gerichtet und Namora hat weitere schlechte Nachrichten für dich. Bogenschützen in den Bäumen. Sie haben auf uns angelegt. Hey, her mit eurem Proviant. Und eurem Gold auch. Und. Du hast doch was genommen, mein Freund. Egal, was du nimmst, nimm nicht so viel. Also das zweite vergessen wir schon mal gerade. Die kriegen weder 60 Gold noch 20 Proviant. Ich glaube, es hackert. Schon gar nicht, wer hier aus dem Gebüsch springt. Das ist immer überhaupt nicht drin. Ja, angelegt Angriff oder wollen wir wollen erstmal diese hier vielleicht warnen, ne? Hier. Wir sind kampferprobte Zwerge und haben hunderte von Orks getötet. Aber hallo. Habt ihr sehen, was Boindil hier mit seinen Beilen anstellen kann? Das willst Deine du Worte nicht. Deine Worte scheinen die Räuber komplett aus dem Konzept gebracht zu haben. Die Frau antwortet für sie. Du machst uns keine Angst, Unterirdischer. Du gibst Rodario ein Zeichen. Gute Idee. Er nickt, bringt sich in Position und lässt dann eine Stichflamme aus einem Flammenwerfer in Richtung der Räuber los. Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, nehmen die Räuber die Beine in die Hand und laufen in den Wald. Sollen wir sie verfolgen? Ach was.
Nö. Wir gehen weiter, wir haben was zu tun. Wir haben keine Zeit, uns mit ihnen Aufgaben, Aufgaben. So. Wir brauchen nämlich hier unten die Orgarmee. Wo ist sie? Die Orgarmee. Aber ich gucke auf die Uhr, Freunde. Ich denke, die Orgarmee werden wir nicht mehr machen. Ah, wir laufen uns genau in die Arme. Muha. Dir steigt der mittlerweile nur allzu bekannte Gestank von Talg und Fett in die Nase. Du weißt, was das bedeutet. Ja, ich weiß, was das bedeutet und ihr wisst es auch. Denn das, was jetzt kommt, dauert wahrscheinlich zu lange für diese Folge. Es war schön, dass ihr zugeschaut habt. Beim nächsten Mal nehmen wir uns als allererstes hier diesen Kampf vor hier. Was immer wir da machen müssen, keine Ahnung, wir werden es rausfinden. Es war schön, wie gesagt, dass ihr zugeschaut habt. Es würde mich extrem freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit reinschaut. Und bis dahin würde ich sagen, bleibt gesund, halt die Bälle flach und Frackers sei mit euch.